So, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ratet mal, wer extra wegen dem Update nach Hause gefahren ist. Ja, genau, ich war das. Ich zeige euch heute, wie man mit einem Klick oder mit einem Drücken bzw. Betreten eines Carpets, hallo, fliegen kann, beziehungsweise halt hochgeschleudert wird mit einem, mit einem Dings. Also wir haben hier unsere ganz normalen Carpet hier, wenn wir uns da drauf begeben. Ich springe nicht, ich habe gerade meine Hände hier oben, ihr seht es zwar nicht, aber ich mache gerade gar nichts. Und da bewege ich mich. Oh nein, mein Maus spielt wieder rum. Ich hasse das. Oh Mann, was ist mit dir los? So, ich muss nicht springen und werde nach oben geschleudert. Mega geil. Super, super, mega geil. Ich freue mich da extrem drauf. Wäre cool, wenn es irgendwie einen Levitation-Effekt zur Seite geben würde. Dann könnte man irgendwie so hin und her bouncen lassen. Ich meine, okay, dafür haben wir jetzt aber auch noch eigentlich Slime-Blöcke. Naja, wäre aber cool. Fände ich richtig witzig, wenn man einen Motion-Effekt hätte. So Slash-Motion. Slash-Motion. Gibt's nicht. Schade. das wäre ziemlich cool. Ansonsten habe ich nämlich jetzt noch den Rechtsklick-Effekt. Hier, ich kann rechts wieder auf meine rechte Maus machen. Hier. Ich bin übrigens Linkshänder, falls ihr euch wundert. Deswegen habe ich meine Hand jetzt auch auf die linke Hand gepackt. Wenn ich mit der Carrot und der Stick. Übrigens, die Taste dafür ist F, wenn ihr die wechseln wollt, ist ganz cool. So, wenn ihr jetzt quasi mit der Carrot und der Stick klickt, dann gibt es hier einen Score. Das heißt, Scoreboard, Objectives mache ich dann quasi Add, Click. Stat.useItem.minecraft.carrot.stick, bla bla bla. Und dann, wenn ich diesen Score habe, bekommt ihr diesen Levitation-Effekt, der jetzt neu durch den Schalker-Mob hinzugekommen ist, der euch dafür quasi so schweben lässt, mehr oder weniger freiwillig in der Luft rumfliegen lasst. Und dann kriegt ihr vielleicht eventuell Fallschaden, wenn ihr halt zu oft davon attackiert werdet und irgendwie so 10 Blöcke in der Luft seid. Mega lustige Idee übrigens, super cool. Und ich habe das einfach so gemacht, dass ich jetzt von Anfang an direkt dann erstmal geklärt bekomme, damit ich ihn nicht länger habe und dann direkt einen etwas größeren Effekt in diesem einen Tick bekomme, der mich direkt nach oben schleudert. Das war so ein 100er Effekt, bringt mich halt mit einem Klick mal so 4 Blöcke nach oben oder 5 ungefähr. Ja, 5 sind es glaube ich 4,5. Und das ist ziemlich cool, weil damit könnte ich zum Beispiel jetzt diese Bottle erneuern, bei die ich im Moment mit Explosionen habe beispielsweise, ja. Da könnte ich zum Beispiel daraus was rausmachen, die ein bisschen freundlicher machen, die so mit Explosionen. Okay, eine Boom-Bottle ist irgendwie cooler, oder? Ich weiß es nicht. Ja, aber die kann man besser steuern. Also man könnte jetzt sozusagen hier so den hier machen, so und einen Double-Jump machen. Dann wüsste man genau, wo man landet, weil man das irgendwie einschätzen kann. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr mir einen Kommentar da lassen, wie ich das machen soll, einen halben Run. Auf jeden Fall werden damit natürlich wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten kommen, was man damit als anstellen kann. Der Levitation-Effekt ist einfach unglaublich geil. Damit habe ich richtig viele lustige Ideen. Können wir mal schauen. Ansonsten, als letztes setzt man natürlich noch den Klickscore zu 0. Und das mit dem Carpet funktioniert einfach mit einem Detect-Command, also Executed A, Detect, Carpet und dann halt, je nachdem welche Farbe wir haben wollt. Ich habe jetzt einfach mal 0 gemacht, wer weiß. Und dann Effect LP, Levitation A1100. Ja, wer es nicht kennt, ich habe das früher mit der 1.8 auch immer gemacht. 1.8 Update-Videos, was man gerade so mit dem Update anstellen kann. Ich freue mich gerade mega, dass das Update draußen ist, deswegen werde ich damit auch noch mal ein bisschen Sachen anstellen. Und mal gucken, was ich hier so noch... Hä? What the fuck? Ah! WTF! Komm zurück! Der portet sich... LOL. Okay, gut, ich würde sagen... Wow. Ich bin überfordert von dem Update. Es ist einfach komplett bescheuert. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe keinen Opti-Fan drin, ich wollte gerade zoomen. Oh Mann, ich wollte gerade so cool reingucken in die Kamera. Wisst ihr, was ich meine? Nein? Okay. Perfekt. Gut, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Downloadet euch das Update. Ziemlich coole Sache. Und bis dann. Tschüss.